Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 3.6.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Oh, wir haben einen neuen Emote, den Zusammenreißer. Da bin ich schon gespannt drauf. Dann gehen wir da mal links hier auf diese Lackierung. Das ist die Himmlisch-Lackierung. Gucken wir mal ganz kurz hier durch. Alles schön in Perlweiß. Perlmutt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, ist eine animierte Lackierung. Ganz nice das Teil. Kriegt von mir 9 von 10. Und Divine hat hier ein Voting von 5 von 5 bei 3 Votes. 28. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem. 22 Reminders. Dann haben wir hier diese Tugendpicke. Gucken wir mal, was passiert hier, wenn man da drauf klickt. Okay. Ja, kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 4,19 von 5 bei 37 Votes. Am 11. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 5x44. Wir meinen das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen am 28. April 2019 für 800 V-Bucks Tugend. Dann haben wir diese Sakria, dieser Engel hier mit Tätowierung und Nasenring. Sieht mega nice aus. Hier hinten noch die Flügel. Richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10. Für 2000 V-Bucks Sakria oder auch Ark. 4,05 von 5 bei 187 Votes. Auch am 11. Januar 2019 das ist mal drin gewesen. 5x seitdem 161 Reminders. Das ist ein Haufen Holz. Letztes Mal vor 36 Tagen im Shop am 28. April 2019. Dann haben wir den Melkor. Den habe ich mir auf meinem eigenen Account gegönnt hier. 1500 V-Bucks. Ich finde den relativ cool. Kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 3,08 von 5 bei 25 Votes. Am 27. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 5x 38 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen am 28. April 2019. Der Melkor. Für 1200 V-Bucks der böse Blick. Finde ich persönlich jetzt, naja, nicht ganz so toll. Die Picke kriegt von mir 7 von 10. Evil Eye. Evil Eye hat hier 3,06 von 5 bei 17 Votes am 27. Januar 2019. Das ist mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 16 Reminders. Das letzte Mal auch vor 36 Tagen im Shop. Sind wir auch schon hier durch. Dann kommen wir zu dem Dämonenschädel. Diese Picke sieht einfach nur kultig geil aus. Kriegt von mir 10 von 10. Alter Vater. Wie das aussieht, wenn hier die Lava einfach so rüber spritzt. Das Ding ist geil. Der Dämonenschädel für 1200 V-Bucks. 10 von 10. The Demon Skull 4,38 von 5 bei 8 Votes. Am 8. April 2019 das letzte Mal drin gewesen. Seitdem 2x 24 Reminders. Dann haben wir den Libre. Und der Libre kriegt von mir 6, 7 von 10. 7 von 10. Für 800 V-Bucks der Libre. Und hier ein Voting von 3,2 von 5 bei 15 Votes. Am 20. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem. 8 Reminders nur. Vor 91 Tagen am 4. März 2019 das letzte Mal im Shop. Dschungelspeerin. Jungle Scout. Finde ich persönlich nicht wirklich prickelnd. Kriegt von mir 3 von 10. Ich weiß, jetzt geht's gleich wieder. Oh, guckt euch die doch mal an. Da verschmiert und ach nee, nicht schön. So, hier ein Voting 4,15 von 5 bei 59 Votes. Am 28. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 23 mal 106 Reminders. Letzte Mal vor 19 Tagen am 15. Mai im Shop. Zündkerzenkünstlerin. 7 von 10.
für 1200 V-Bucks. Da hinten, das Ding sieht aus wie so ein Hund. Jo. Spark Plug. Den Voting von 4,2 von 5 bei 41 Votes. Am 10. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Viermal seit dem 50 Reminders. Letztes Mal vor 32 Tagen am 2. Mai im Shop. Für 1200 V-Bucks die Zündkerzenkünstlerin. Träumerfüße. Habe ich ein Video dazu. Könnt ihr oben in der rechten Ecke auf das i klicken. Könnt ihr euch das Video anschauen, wenn ihr das möchtet. Mit dem kompletten Spind durchgespielt. So, Träumerfüße für 500 V-Bucks. Das Teil finde ich mega cool. Kriegt von mir 10 von 10. Dreamfeed. Dreamfeed hat hier ein Voting von 4,56 von 5 bei 16 Votes am 13. April 2019. Das erste Mal drin gewesen, dreimal seit dem 31. Wir meinen das letzte Mal vor 26 Tagen am 8. Mai im Shop. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Emote. Der Zusammenreißer. Schau mal. Okay, so ein bisschen Kung Fu Style. Aber lasst euch nicht so hängen, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was das damit zu tun hat, für 200 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10. Der Zusammenreißer. Und das ist Lock It Up. Hat bis jetzt noch kein Voting, das Teil. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite, Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss, danke fürs Zuschauen.